Hallo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Wir sind bei der ersten Runde nach dem neuesten Update 1.14 auf der nagelneuen Map Contraband. Hurricane heißt sie, glaube ich. Zusammen in Verbindung mit dem neuen Spielmodus, den wir haben. Und der neue Spielmodus ist... Hier heißt er Depot. Ich denke, ihr kennt den Modus aus Black Ops 3 alle. Da hieß er... anders, und zwar Fraktur. Damals hieß er Fraktur, hier heißt er anders. Ich spiele hier gerade, weil ich leider keine Lobby gefunden habe, so schnell mit beiden zusammen. Gegen ein paar Bots, das heißt jetzt nicht wundern, dass die vielleicht komische Randys sind oder sonstiges. Da sind wir auch glatt tot. Was ich euch heute nur vorstellen wollte, ist das neue Update, damit ihr jetzt direkt mit dabei seid und wisst, was hier auf euch zukommt. Das neue Update umfasst im Prinzip drei wichtige Kernpunkte. Das erste ist natürlich hier, ihr sammelt diese Marken ein und während ihr diese Marken einsammelt, habt ihr die Möglichkeit, wie in Fraktur in Black Ops 3 damals, die Sachen zu nehmen und wegzubringen. Wenn ihr sie wegbringt, bekommt ihr dafür Punkte. Das kommt immer darauf an, wohin ihr sie dann bringen müsst. Es gibt immer einen festen Punkt, das ist im Prinzip wie bei Stellungen. Und da muss das Ding hin. Und pro Marke gibt es, und das werden wir uns jetzt einfach mal angucken, immer eine spezifische Punktzahl. Ich denke mal 50 pro Marke. Wir testen das mal. Ja, es sind 50 pro Marke. Und das Ziellimit von dem Ganzen dürfte ungefähr bei 60 oder 70 liegen. So war das in Black Ops 3 damals zumindest. Das heißt, wir haben keinen neuen Modus im Prinzip, sondern nur ein Remake von einem Modus, den wir schon aus Black Ops 3 kennen. Was jetzt dazu kommt, ihr seht, wir haben hier eine nagelneue Map. Und zwar, beziehungsweise ist es wieder ein Remake, Contraband. Und wenn ich mir das hier so angucke, man hätte hier das Wasser wegnehmen können. Das ist Contraband beim Hurricane. Hätte man das Wasser weggenommen, wäre es nochmal ein bisschen was anderes. So muss man hier genauso schwimmen wie vorher. Und man läuft hier genauso wie vorher. Es gibt also tatsächlich einmal wieder, und das möchte ich hier betonen, eine Map, die im Spiel bereits drin ist, die nichts Spezielles hat und als neu verkauft wird, obwohl wir genau diese Map schon haben. Und zwar genau diese Map. Nichts an dieser Map ist anders, außer dass es regnet. Eigentlich habe ich vorgehabt, dass ich hier ein entspanntes Video zu dem Ganzen mache. Aber jetzt, wo ich drüber nachdenke, ist das mehr als nur eine Frechheit, um ganz ehrlich zu sein. Wie kann es sein, dass wir schon wieder ein Remake bekommen, anstatt eine neue Map, die auch wirklich mal alle nutzen können? Bisher sind die neuen Maps, die rausgekommen sind, nämlich notgedrungen, nur für die Leute gewesen, die den Black Ops Pass haben. Der sich ja insgesamt sowieso als riesige, betrügerische Absicht verletzt. Da fällt mir nicht mehr viel zu ein. Auf jeden Fall, ich habe... das wirklich jetzt in diesem Video gerade erst realisiert, diese Map ist genauso wie vorher, sie heißt nur anders und das einzige, was sich tatsächlich geändert hat, ist der Sturm. Das heißt, wir haben hier ein bisschen Sturm, das ist anders als vorher. Das ist aber bei weitem A, keine neue Map, kein neues Design, keine neue Idee, kein überhaupt nichts. Das ist Betrug und Verarsche und das wird schon wieder als neue super Update präsentiert. Das Update kommt auf der PlayStation 4 mit 9,7 GB, das heißt fast wieder 10 GB. Ich musste mittlerweile zwei Spiele löschen, damit ich genug Platz für die Updates habe. Und gekommen ist ein neuer Modus, den man aus einem anderen Spiel schon kennt, also nichts Kreatives. Und eine Map, die ein bisschen Regen und ein bisschen düster bekommen hat. Jetzt kann man natürlich überlegen, ob das irgendwie gerechtfertigt ist. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, nein. Aber... für die, die jetzt sagen, Trash ist voll scheiße, es wird ja noch besser, Leute. Wir werden ja dieses Jahr, was Enttäuschung angeht, nicht enttäuscht. Haha. Und zwar haben wir ein neues Event. Im schwarzen Markt. Das blende ich euch jetzt einmal ein. Zum St. Patrick's Day. Das Problem ist, alle Leute auf der Xbox werden dieses vor dem St. Patrick's Day nicht spielen können, weil es kommt erst eine Woche später als bei der PlayStation. Und was noch viel schlimmer ist und was tatsächlich auch eine Frechheit eigentlich ist, das Ganze kostet uns einmal wieder 2000 CP.
Das heißt, um das spielen zu können, müssen wir leider Gottes 20 Euro ausgeben. Und dafür bekommen wir ein paar Sticker, ein Emote, eine Geste und ich glaube, das war's. Großartig ist das nicht, was wir dafür bekommen. Das Ganze kostet 20 Euro. Wenn man jetzt etwas Positives an dem Update sehen möchte, es hat nicht 15 GB wie die Updates vorher teilweise. Das ist definitiv gut. Dafür muss man aber auch sagen, wir haben nichts anderes bekommen. Der neue Modus wird mit Sicherheit noch ein, zwei Stunden ein bisschen witzig sein, aber das ist nichts, wofür man jetzt irgendwie online geht und es unbedingt spielen möchte. Was das also übersetzt für uns bedeutet, wir haben in dem kompletten 10 GB Update, jeder bekommt zwei Sachen sowieso, solange er sich bis zum 26. März anmeldet. Das ist eine Geste und ein Sticker. Das ist für jeden frei, der sich bis dahin einmal angemeldet hat. Zusätzlich haben wir eine neue Map, und zwar Contraband, Hurricane nenne ich sie jetzt einfach mal. Ich glaube, das ist so der offizielle Name. Hier ist das Problem natürlich nur, dass es keine neue Map ist. Und dazu gibt es einen neuen Modus, aber auch hier ist das Problem, es ist kein neuer Modus, denn ich habe es eben eindringlich schon mal gesagt, wir haben diesen Modus schon gehabt. Das heißt, Kreativität ist wieder nicht vorhanden. Etwas für unsere Geld, was wir bisher ausgegeben haben, ist nicht vorhanden. Etwas Neues für die Black Ops Passholders ist nicht vorhanden. Und insgesamt, wenn ich ein Fazit jetzt ziehen müsste, ist das ist das die größte Verarsche, die ich mir vorstellen kann. Wie um Gottes Namen will Treyarch es denn schaffen, dass die Leute bei dem Spiel dabei bleiben, wenn wir mit jedem großen versprochenen Update nur noch mehr Bullshit an die Hand bekommen? Das muss mir irgendjemand erklären. Und eigentlich wollte ich euch nur kurz die Patchnotes vorlesen oder euch darüber informieren, was in dem Spiel neu ist. Aber jetzt, wo ich den Schwachsinn hier sehe und hier gerade auf der Map unterwegs bin, man muss ja wirklich fragen, was ist das Ziel des Ganzen? Wer sitzt bei Treyarch und ist verantwortlich und sagt ja, okay, wir machen das so und so. Das ist eigentlich eine gute Idee. Wir machen keine neue Map, also eine ganz neue Map. Und da rede ich nicht von Sachen, die Black Ops Passholders bekommen, sondern die Leute, die vielleicht keine 60 Euro nochmal extra ausgegeben haben, aber am Ende des Tages trotzdem 60 Euro ausgegeben haben, um ein fertiges Spiel zu bekommen, was augenscheinlich nach wie vor nicht fertig ist. Ich bin absolut sprachlos, Leute, und das hat mich jetzt gerade wirklich... Ich habe die Map gespielt und habe gedacht, dass wir ein, zwei Änderungen haben, dass man hier in der Mitte vielleicht über das statt über die Brücke jetzt durch Wasser schwimmen muss, dass man unten beim Sand spazieren gehen kann und. Es gab da, denke ich mal, mehr als nur eine oder zwei Optionen, das Ganze zu ändern. Bekommen haben wir im Prinzip schon wieder ein Remake von einer Map, die wir bereits haben, so wie Seaside Sunset und... Was ist die andere? Da gibt es doch noch eine. Ach ja, Firing Range ist ja auch einfach bei Nacht dann. Genauso wie, na was, es gibt noch irgendeine. Ich komme gerade nicht drauf. Also im Prinzip haben wir andauernd nur Remakes. Es ist nichts besser gemacht worden, es ist nichts anders gemacht worden. Es scheint aber auch keinen so wirklich bei Treyarch zu interessieren, dass die Leute hier am laufenden Band verarscht werden. Und zwar komplett. Die Leute werden wirklich komplett verarscht und es interessiert hier niemanden. Was ich davon halten soll, ja, könnt ihr euch ja ausmalen, was ich davon halte. Ich habe es ja eben schon einmal deutlich gesagt. Hoppala, den töten wir auch noch. Das, was ich jetzt gerade hier habe, ich spiele jetzt diese Runde hier noch zu Ende, um mal zu gucken, wo das Punktelimit ist. Das, was ich jetzt gerade hier habe, ist absolut, also wirklich toppt alles, was ich bisher erwartet habe. Ich habe gedacht, wir kriegen eine neue Map, einen neuen Modus. Dazu kriegen wir vielleicht die Option, dass wir noch ein, zwei coole Sachen im Blackjack-Shop haben. Dass wir vielleicht einen neuen Contraband, ich sag mal, Abschnitt im Schwarzmarkt bekommen, so dass im Shop noch neue Sachen mit drin sind. Vielleicht, dass man endlich darauf kommt, dass es so etwas wie tägliche und wöchentliche Herausforderungen gibt, so dass man die Möglichkeit hat, da auch noch ein bisschen voranzukommen und ein, zwei Sachen freizuschalten. Aber einmal wieder werden wir eines Besseren belehrt. Ich will die New kurz machen. Wir werden wieder eines Besseren belehrt. Im Prinzip haben wir wieder gar nichts bekommen. Nichts, was hilft, nichts, was man haben will. Oh mein Gott, was ist denn hier los? Oh mein Gott. Im Prinzip haben wir wieder gar nichts bekommen mit dem ganzen Update zusammen. Das ist eigentlich eine Frechheit. Wie sie darauf kommen, dass man damit durchkommt, ich habe keine Ahnung. Apex Legends ist kurz davor, einen neuen Battle Pass, einen Season Pass einzuführen. Das allererste Mal in der Geschichte von Apex Legends, das Spiel ist ja noch nicht so alt. Da werden natürlich einige drauf geiern, weil es viele derzeit spielen.
auch viel, viel lieber spielen als hier irgendwie Black Ops 4. Und ich kann es den Leuten einfach nicht mehr verübeln. Guckt euch das an. 10 GB Update und nichts, wirklich nichts, was irgendwie den Langzeitspaß erhöht, erhält oder zumindest überhaupt erstmal entstehen lässt, haben wir tatsächlich mit diesem Update bekommen. Das heißt, kurze Zusammenfassung nochmal für alle, die soweit noch keinen Herzinfarkt bekommen haben. Wir haben bekommen Kontraband als Hurricane Map. Es regnet einfach nur ein bisschen, das war's. Einen neuen Modus, neu, den kennen wir aus Black Ops 3 schon, und zwar Fraktur. Zwei Items, die ihr beim Einloggen bekommt, die totaler Schrott sind. Und ein Kontraband-Stream im Schwarzmarkt, der 20 Euro kostet und der im Prinzip ein, zwei Sticker, ein, zwei Emotes und sonst nichts weiter parat hält. Was soll ich dazu sagen? GG Treyarch, gut gemacht.